Das sehe ich noch nicht so ganz funktionieren. Wir haben 2 Spielstunden. Es läuft auch kein Timer. Dass wir sagen können, okay, wir müssen das irgendwie hinkriegen. Die Türme wären sehr wichtig. Ohne Frage. Dazu müssen wir aber erstmal an dieser riesigen Anzahl an Truppen vorbeikommen. Ich wette, in den Transportschiffen ist jetzt wieder de facto nichts drin, was uns helfen würde. Mal gucken. Oh ja, wow, Leute. Alle Mann an Deck. Wow, das ist eher mickrig. Das ist eher mickrig, was hier kam. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, lasse ich euch hier einfach stehen, bis die nächste Verstärkung eintrifft. Aber wir müssen ja damit irgendwas machen. Ich weiß es echt nicht. Ich habe bis jetzt keine sinnvolle Lösung für das Problem. Die Türme hier oben an der Küste können ja völlig Wurst sein. Der Turm wäre wichtig. Der Turm wäre erst recht wichtig. Ach Gott, wenn ich diese ganzen Truppen sehe, da wird mir schon wieder schlecht. Wie machen wir's? Ich speichere das mal kurz ab. Ich will jetzt nur wissen, reagieren Kleopatras Truppen, wenn wir das Tor angreifen? Wenn ja, müssen wir es abwarten. Wenn nein, das wäre jetzt wichtig. Wenn sie nicht darauf reagieren, dass wir das Tor öffnen, ist zumindest ein Weg schon mal da. Und dann müssen wir uns Schritt für Schritt vorarbeiten. So Leute, ich will das Tor weg haben. Das Tor hat schon ordentlich Schaden kassiert. Wir haben keine Belagerungswaffen, das weiß ich. Wie sieht eure Reaktion aus? Setzt sich da was in Bewegung bei euch? Wir werden angegriffen. Unser Tor wird angegriffen. Das ist aber eure eigene Schuld, wenn unser Tor kaputt geht, dann ist halt die Tür offen. Aber setzen sich da noch mehr Truppen in Bewegung? Wie sollen wir das kriegen? Das sehe ich halt nicht, aber da werden bestimmt auch ein Haufen Truppen stehen. Ohne Frage. Wir machen erstmal das Tor auf. Wir werden angegriffen. Ja, macht von mir aus auch das Tor auf. Von mir aus. Hab ich kein Problem mit. Das ist für mich völlig in Ordnung. Wir werden angegriffen. Ich habe fast das Gefühl, wir müssen das wirklich aussitzen, bis wir endgültig genügend Truppen haben, um hier anzugreifen. Und wenn, dann wird das eine Massenschlacht. Und darauf habe ich eigentlich wenig Lust. Seht euch das doch mal an. Also Elefantenbogenschützen, Haufen ägyptische Krieger, die Streitwegen. Königliche Wachen sehe ich hier. Da noch eine. Skorpione. Königliche Wachen sind lustigerweise viele schon raus. Das Tor kriegen wir. Beim Turm habe ich... Das sind ja 2 Türme. Da habe ich ehrlich gesagt Zweifel und da setzt sich was in Bewegung. Setzt sich das zu uns in die Richtung in Bewegung oder... Wir werden angegriffen. Es gibt Ärger. Da setzt sich was in Bewegung. Rückzug. Zum Sieg. Mit wir werden angegriffen. Wie viel setzt sich da in Bewegung, ist jetzt die Frage. Hinaus. Nein, warum zieht ihr euch jetzt zurück? Ich wollte euch doch als Schutzschild benutzen, Ptolemäus. Wir werden angegriffen. Okay, jetzt sind wir erstmal ausgesperrt. Das soll mir jetzt aber mal recht sein, dass wir das Tor wegkriegen. Das ist in der Mitte hier halt unglaublich. Die reißen jetzt das Tor ein. Und gehen weg, oder? Oder sammeln sich. Wie gesagt, das soll mir aber durchaus recht sein. Ein Pilumträger hat mächtig was abgekriegt.
Okay, Tor ist offen. Oh nein, er lockt doch die ganzen Truppen hierher. Ist das so gut? Nee, zieht euch zurück. So leid es mir tut. Aber das kann ich nicht verantworten. Guckt euch das doch an. Die ganze Horde setzt sich in Bewegung. Fast die ganze Horde. Nee, das kann ich nicht verantworten. Da kommen einige auf uns zu. Jetzt die Frage, wie viel setzt sich in Bewegung von dieser Horde? Es scheint nicht alles zu sein. Haltet mal die Stellung. Gehen die zurück? Kommen welche her? Wie soll man denn das hier lösen? Wie sieht's am Kapitol ist halt auch eine Menge an Truppen und am westlichen Stadtzentrum sehe ich es eben nicht. Das hier ist die Seite von Kleopatra. Ja, da wandern halt noch Truppen rum. Da ist ein Rambock. Das ist schön für den Rambock, der bringt uns halt nichts. Ja, Erhabener. Caesar soll da unten bleiben, von mir aus. Das ist in Ordnung. Verstärkung. Alle Mann an Deck. Setzt Segel. Sammelt euch. Alle Mann an Deck. Fahrt mal bitte hier runter. Ei, ei, Captain. Jetzt gilt es zu überlegen. Wir haben dann zumindest schon mal einen ordentlichen Trupp zusammen. Aber reicht das auch, dass wir einen Turm kriegen? Und ist auch die Frage, sollen wir die Truppen sammeln oder nicht? Und warum setzt sich hier schon wieder so ein Haufen in Bewegung? Wohin sind die unterwegs? Die gehen nach unten. Das soll mir recht sein. Da ist halt auch noch ein Haufen unterwegs. Die wollen halt das Lager, aber wie? Die sollen nach da unten gehen. Das ist... Nee. Und hier in diesem nicht sichtbaren Zwischenraum sind ja auch noch Gegner. Das ist ja das Grundproblem an der Sache, was ich hier so habe. Setzt Segel. Also ich... Aye, aye, Captain. Ich weiß es nicht. Wir greifen jetzt hier Ptolemäus Lager an. Ich kann im Gegenzug nicht mal sagen, wir machen den Angriff, weil hier so viele Truppen sind. Denn da am östlichen Stadtzentrum sind halt auch unglaublich viele Truppen, die wir nicht totkriegen werden. Wie? Wie soll das gehen? Also, ich bin ziemlich verzweifelt. Das muss ich ganz offen gestehen. Du kannst ja auch mal deine Truppen hier in Bewegung setzen. Hier drüben hast du bestimmt... Ja, natürlich hast du ja auch noch Truppen, Ptolemäus. Besetz sie doch in Bewegung. Halte deine Basis. Tu dir selbst den Gefallen, wenn ich's schon nicht kann. Wenn hier schon... der Gegner mit Belagerungswaffen kommt. Ich könnte ein Ablenkungsmanöver starten. Wow, bringt nichts. Da sind auch schon wieder Truppen im Anmarsch. Alles klar. Neue Truppen sind vorhanden. Es war jetzt nicht so sonderlich viel. Das wäre jetzt so eine Truppe, mit der ich angreifen würde. Also mit der ich einen kleinen Angriff machen würde. Nicht einen großen. So viel steht mal fest. Ich habe wieder die Standartenträger vergessen. Okay. Wie sieht's an den Türmen aus? Da patrouillieren halt auch diverserlei Gegner. Ich weiß es nicht. Ja, die Mauern werden zerlegt. Nee. Da wandern halt noch mehr Truppen nach unten. Ptolemäus selbst greift nicht ein. Aber vielleicht ist das das Ablenkungsmanöver, auf das ich warte.
Das ist das Grundproblem. Ist das das Ablenkungsmanöver, auf das ich hier gewartet habe? Stets zum Ihr rückt mal vor. Auf zum Sieg. Vorwärts, Kavallerie. Einfach mal ein Stück vorrücken. Ich will da nicht angreifen. Keineswegs. Das will ich nicht. Ich will einen Turm haben. Wir können Ptolemäus vorhandene Belagerungswaffenwerkstätten umbauen. Ja. Aber in welcher Basis? Stopp mal. In welcher Basis? Wenn das jetzt natürlich in der Basis... Nein, oder? Das ist nicht wahr. Das ist in der Basis, die angegriffen wird. Wie sollen wir denn hier rauskommen? Hier ist kein weiteres Tor. Oh. Ja, das sieht jetzt mau aus. Wir kommen nicht raus aus der Nummer. Wir kriegen unsere Belagerungswaffen. Obwohl, Ablenkungsmoment. Nee, da stehen immer noch königliche Wachen und die stehen da halt rum. Doof. Haben wir hier nicht noch Belagerungswaffenwerkstätten, Ptolemäus? Ehrlich nicht. Nichts dergleichen. Schick die Truppen doch auch mal los. Wir haben einfach mal nichts dergleichen. Toll. Da ist die Horde. Die Horde setzt sich in Bewegung. Haltet euch mal bereit, Leute. Stets zum nächsten. Wohin soll ich gehen? Auf zum Sieg. Vorwärts, Kavallerie. Das könnte unsere Möglichkeit sein, in die Stadt einzufallen. Wir haben halt nur ein Problem. Ich ziehe die Katapulte mal hier hoch. Einfach mal so, weil ich es kann. Wir haben schon wieder einen Centurio vergessen. Das ist mir jetzt aber Wurst. Rein mit euch. Nee, die Horde kehrt mehr oder weniger zurück. Ah, verdammt. Fertig, Milord. Auf zum Sieg. Vorwärts, Kavallerie. Wir müssen es jetzt lösen. Vorwärts, die Götter. Wir müssen das irgendwie lösen. Da kommen 2, 4, 6, 7 königliche Wachen. Ah, verdammt. Stets zu Dienst. Fertig, Milord. Sammelt auf euch nochmal. Vorwärts, Kavallerie. Oh Gott. Hinaus. Wir werden angegriffen. Ich glaube, wir locken die Horde jetzt an. Hinaus. Stets zu Dienst. Oder? Locken wir sie an. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir gerade ordentlich Skorpione zerlegen. Pilumträger nach hinten. Die Horde setzt sich in Bewegung. Reißt den Turm ab, so schnell es geht. Und dann raus hier. Die Reiter kriegen auf den Deckel. Und das höllisch. Und raus dort. Raus dort, raus dort, raus dort. Habt ihr die Skorpione? Nein, habt ihr nicht. Okay. Wie sieht's bei euch aus? Übrigens auf dem Deckel. Ich lasse hier was da. Ihr seid jetzt meine Opfergaben. Ich wollte jetzt noch, räumt hier noch weg, was weg kann. Weiter. Versucht irgendwie was zu halten, was aufzuhalten. Oh Gott. Diese Horde. Stets zu Diensten, Tribun. Vorwärts, die Götter. Tja. Lauft. Stets zu Diensten. Ich habe nur noch eine Möglichkeit, das hier zu machen. Wir ziehen unsere Truppen zurück. Und, na toll, mitten durch die Gegner. Das ist ja wieder toll geplant gewesen von mir. Oh nein. Für einen Turm. Für einen beschissenen Turm. Der Centurio hat Glück gehabt, ne? Guckt euch das an. Guckt euch diesen Leichenberg an. 2, 4, 6, 8 Leute hier. 10, 11, 12. Stets zu Diensten. Pilumträger haben wir keine mehr. Reiter sind 4 übrig. Alle schwer angeschlagen. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Von den Legionären. Alle
samt setzt Segel. So gut wie tot. Die Horde ist zwar ziemlich abgelenkt gewesen. Wir werden angegriffen. Unser Skorpion. Sie sind drin. Ja, meine Freunde. Liebe Katapulte. Ich darf euch beglückwünschen. Das ist euer Tod. Wie sieht's denn bei euch aus? Die Reiter sind da, das ist ja kein Problem, aber wie sieht's bei unseren... Wir werden angegriffen. Das ist unglaublich, oder? Was die hier vorbringen. Aber vielleicht kann ich das nutzen. Vielleicht kann ich das als Ablenkungsmanöver nutzen. Und ihr setzt euch zur Abwechslung auch mal in Bewegung. Sehr gut. Vielleicht könnt ihr ein paar Leute retten. Vielleicht war das jetzt das richtige Ablenkungsmanöver. Setzt Segel. Wenigstens ein Stadtzentrum. Da ist ein Teil der Horde. Der Turm hat halt auch schon was abgekriegt. Der Turm muss dann als nächstes weg. Der hat noch gar nichts abgekriegt und dann ist das Stadtzentrum dran. Und dann heißt es halten. Halten, halten und nochmal halten. Hier wird jetzt alles nach und nach zerlegt. Die Katapulte sind da hinten. Die sollen mal auch dort stehen bleiben. Das ist mir stets völlig Wurst. Okay, das Lager wird auch auseinandergerissen. Stets zu ich hab's probiert, glaube ich. Und die Masse der Horde kehrt zurück. Ja. Ich würde sagen, auch das ist nicht die Lösung. Moment mal. Die sind weg. Die sind weg. Haltet eure Stellung. Bleibt, wo ihr seid. Bleibt mal bitte, wo ihr seid. Die sind abgedüst. Die sind auch abgedüst. Haben den Stall stehen lassen. Alles andere haben sie vernichtet. Ja, darunter auch mal wieder unsere Belagerungswaffenwerkstatt. Was heißt, dass wir mit zwei Katapulten auskommen müssten? Ptolemäus hat gespawnt. Der rennt drauf los. Das ist vielleicht der Moment. Jetzt, wo die Horde abgelenkt ist. Wie sieht's aus? Es gibt nur diesen einen Moment, diesen Turm zu holen. Schnell. Genau, ihr setzt euch mal ruhig nach unten in Bewegung. Und wenn wir die Die bleiben stehen. Die haben schon alles zerlegt. Ich bin noch nicht mal in der Stadt drinne. Oh, verdammt. Mist? Hinaus. Ist das jetzt das richtige Wort? Mist? Wir werden angegriffen. Ich würde sagen, diese Verstärkungstruppen können wir vergessen. Ihr könnt es nur probieren. Ihr könnt es jetzt nur probieren. Alles oder nichts, der Turm muss weg. Wir können den Reiter... Oh nein, wir können den Reiter nicht ausschicken. Seht zu, dass ihr es hinkriegt. Dass ihr wenigstens diesen verdammten Turm einreißt. Anders können wir es nicht lösen. Das sind zu viele Truppen. Es sind einfach zu viele. Wie soll das gehen? Unterdessen nutze ich mal die Möglichkeit... Ich schicke die Katapulte. Schicke ich wirklich die Katapulte? Da setzt sich wieder was in Bewegung. Das kann halt nicht wahr sein, wie viele Truppen Kleopatra hat. Und das konnte auch nicht wahr sein, wie viele Truppen Ptolemäus hatte. Auf der anderen Seite wiederum. Nee. Also. In 2 Spielstunden. Wenn ständig Verstärkung eintrifft. Wenn wir ständig das große Problem haben, uns hier nur Turm für Turm voranarbeiten zu können, weil wir direkt zerlegt werden. 3 Türme sind weg, der 4. steht noch, der muss ja zuerst noch weg.
Jetzt ist hier nur das Problem, hier steht die Horde. Diese... Oh Gott. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt dabei geht, aber... Ich war lange nicht in einer Empire Earth Mission so verzweifelt. Lange nicht. Das letzte Mal, glaube ich, als ich so verzweifelt war, habe ich Bürger ausgebildet, weil ich keine Ressourcen hatte, und mit Bürgern habe ich das dann gelöst, die Mission. Können wir nicht machen. Heißt also, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Auch in den im Questlog steht halt kein griffiger Hinweis dafür, wie wir das lösen können. Ich sehe zumindest noch nicht eine Möglichkeit, wie wir das irgendwie packen. Wir müssten eigentlich Truppen sammeln bis zum geht nicht mehr. Aber wie soll das gehen? Ich weiß es nicht. Ich habe bis jetzt noch keine Ahnung. Und wisst ihr was? Ich werde mich dazu in der nächsten Folge ganz einfach mal belesen haben. Vielleicht habt ihr ja auch noch einen Tipp. Schreibt es mir mal in die Kommentare, wie man das von beiden Seiten vielleicht auch löst. Vielleicht habt ihr da anderweitig Erfahrungen gemacht. Vielleicht gibt es ja noch irgendeinen Trick. Außer ewig abzuwarten, bis wir auch eine Riesenarmee haben und dann im letzten Moment dieser 2 Spielstunden die Stadt anzugreifen. Beziehungsweise auf Ptolemäus Seite so lange auszuharren, bis wir de facto überrannt sind, aber doch ein paar Truppen zusammengesammelt haben. Ich weiß es nicht. Ich bin ratlos. Bis jetzt. Auf jeden Fall. Unsere beiden Katapulte haben es noch überlebt. Sie bleiben auch dort stehen. Caesar, so rum. Lebt auch noch. Der soll da auch stehen bleiben. Und unsere paar vereinzelten Hanseln stehen da auch noch. Auf jeden Fall an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wem es gefallen hat, freue ich mich natürlich auch immer wieder sehr über Likes. Und natürlich, wie gesagt, auch über Kommentare, wenn ihr da schon Erfahrungen mit dieser Mission gemacht habt. Auf jeden Fall in diesem Sinne, mit Blick auf Caesar und seinem tollen Feldzug der Ptolemäo-Leute, die sich nicht bewegen. Vielen Dank und einfach bis zum nächsten Mal. Dann habe ich mich auch belesen. Dankeschön. Ciao.